Gold ist etwas Wunderschönes und Einmaliges. Jede Region auf der Welt hat ihr eigenes Gold. Je nachdem, wie hoch der Goldgehalt ist, ist auch die Farbe des Goldes anders. Es gibt rötliches Gold, gelbliches Gold oder weißliches Gold. Und manchmal gibt es auch Gold, an dem sogar noch Quarz oder Metalle daran hängen. Der Wert dieses Goldes variiert. Je nachdem, aus welcher Region das Gold stammt, ist es mehr oder weniger wert. Sammler zahlen in der Regel wesentlich mehr Geld, als normalerweise auf dem Weltmarkt für das Gold so bezahlt werden würde. Hier zum Beispiel dieser Saaleflitter, der kostet das Stück 25 Euro. In manchen Regionen ist Gold so selten, dass die Leute das 3- bis 5-fache des normalen Goldmarktwertes bezahlen. Ja, und dann gibt es natürlich noch Stücke, die besondere Formen aufweisen. Manchmal sind es Formen wie zum Beispiel ein Auto oder ein Elefant oder ein Herz oder die Jungfrau Maria. Solche besonderen Formen sind in der Regel auch deutlich teurer als normales Gold. Gold gibt es übrigens in den unterschiedlichsten Formen. Plattgedrückt, krümelig, als Stäbchen, aufeinander gestapelt, aneinandergereiht. Manchmal sieht es aus, als wäre es zusammengeklebt, aus dem Stein herausgelöst. Manchmal sieht es aus wie eine Ader. Es ist wirklich unglaublich, wie unterschiedlich Gold aussieht. Auf der Mineralienmesse in München habt ihr die Möglichkeit, dieses Gold einmal live zu sehen. Für mich ist diese Ausstellung das jährliche Highlight. Ich treffe mich dort in der Regel mit ausgewählten Sammlern und dort gehen wir gemeinsam die Stände durch auf der Suche nach wirklichen tollen Einzelstücken. Ja, und bei manchen Preisen, da fangen einem wirklich die Augen an zu tränen, denn 15.000 Euro für so ein Nugget oder teilweise 60 oder 100.000 ist wirklich unfassbar. Das teuerste Stück, was ich bis jetzt auf der Messe in München gesehen habe, war über 1 Million Euro wert. Allerdings hatte auch jemand 3 Jahre daran konserviert. Dort wurde mit Hilfe von Säure das Gestein um das Gold herum aufgelöst, sodass die natürliche Struktur erhalten blieb. Ein unglaublich aufwendiger Prozess. Daher dann auch dieser Preis von über 1 Million Euro. Solche kleinen Stücke wie das jetzt hier kann man übrigens mit dem Detektor finden. In Deutschland ist sowas auch möglich, allerdings eher selten. Andere Länder wie zum Beispiel Australien oder Amerika oder Kanada haben auch die Möglichkeit, Nuggets mit dem Detektor am Boden direkt zu finden. Im Kommen ist gerade eben Afrika. Dort hat ein regelrechter Run auf Metalldetektoren begonnen. Ja, aber solche Stücke sind richtig toll für die eigene Sammlung. Die machen wirklich was her. Hier rechts zum Beispiel dieses blaue Azurit. Super. Manchmal hat man beim Goldsuchen auch solche tollen Mineralien dabei. Ich hatte so einen Fund mal in der Schweiz. Ein wunderschöner Kristall, der steht jetzt auch in meiner Vitrine. Ihr seht hier an den verschiedenen Fundorten, wo überall solche Goldstücke gefunden wurden. Also überall auf der Welt gibt es sowas. Also vormerken für nächste Saison, Messe München. Unbedingt anschauen. Tja, und vielleicht treffen wir uns dort.